Wir besuchen den Ball der Prinzessin im Kinderspiel von Haber. Prinz Blaublut ist auf Brautschau und organisiert eine rauschende Ballnacht. Jede der 6 Prinzessinnen möchte seine Auserwählte sein, doch kann der Prinz die richtige Braut finden? Die Prinzessinnen warten im Ballsaal. Jede von ihnen trägt einen Umhang, darunter ein Kleid, jeweils in unterschiedlicher Farbe bzw. mit einem unterschiedlichen Farbmuster. Gespielt wird reihum. Wer an der Reihe ist, wirft den Würfel, welcher das Muster eines der Kleider zeigt. Nun nimmt der aktive Spieler die Prinzenfigur und stellt sie zu der Prinzessin, von der er denkt, dass diese das gesuchte Kleid unter ihrem Umhang trägt. Zum Beispiel hierher. Nach der Aufforderung »Hallo, schöne Prinzessin, möchtest du mit mir tanzen?« wird die Prinzessin nun in die Mitte des Ballsaals auf die verspiegelte Tanzfläche gestellt. Durch einen geschickten Dreh beginnt sie zu tanzen. Die Drehbewegung lässt den Umhang nach oben wehen. In der verspiegelten Tanzfläche kann man das Muster des Kleides sehen, wenn man genau hinschaut. War es vermutlich die falsche Prinzessin, die ausgewählt wurde, so macht der Spieler die Ansage: Du bist nicht meine Prinzessin. In diesem Fall stellt er sie zurück auf das 7. noch freie Feld. Dann ist der nächste Spieler dran. Auch dieser wirft zunächst den Würfel und bestimmt damit das Muster, das als nächstes gesucht werden soll. Dann nimmt er die Prinzenfigur und stellt sie zu seiner vermeintlich richtigen Prinzessin, welche er dann tanzen lässt. Doch Vorsicht, sollte die Prinzessin während des Tanzes umfallen, ist direkt der nächste dran. Dieser Spielzug ist ungültig. Die Prinzessin kommt zurück auf das noch freie Feld. Der nächste Spieler würfelt, sucht sich eine Prinzessin aus, stellt sie auf die Tanzfläche und dreht sie. Glaubt der Spieler diesmal, die richtige Prinzessin gefunden zu haben, so verkündet er: Du bist meine Prinzessin. Alle schauen nun zur Kontrolle unter den Umhang. Stimmt die Vermutung, wurde also das richtige Muster gewählt, so erhält der Spieler eine Krone zur Belohnung in seinen Vorrat. Hält ein Spieler hingegen eine Prinzessin für seine Prinzessin, doch bei der Kontrolle stimmen die Muster nicht überein, so geht der Spieler leer aus. Als Strafe muss er zusätzlich eine noch brennende Kerze auf die Rückseite drehen. Gespielt wird so lange, bis entweder die 6. Kerze erloschen ist, in diesem Fall gewinnt derjenige, der die meisten Kronen besitzt, oder aber es gewinnt der, der als erster 4 Kronen sammeln konnte. Den Testbericht zum Spiel und viele weitere Videos gibt es wie immer auf unserer Internetseite www.spielkult.de.